Energiewerte geraten unter Druck. Donald Trump twittert. Wie geht es nun weiter? Mitte der Woche mokierte sich Donald Trump über Twitter und Facebook und drohte ihnen. Die Folge ist, diverse Technologiewerte sind unter Druck geraten. Die Frage ist, wie geht es jetzt nun weiter? Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass immer mehr YouTuber bullish werden. Ich blende euch hier etwas ein. Und zwar nämlich einige, die jetzt sehr bullish werden. Zur Erinnerung, Anfang des Jahres bzw. Jänner, Februar waren dieselben sehr bullish. Ich habe damals dieses Sentiment-Video veröffentlicht. In weiterer Folge, nach weiteren 2-3 Wochen, stürzten die Kurse massiv ein. Wiederholt sich das jetzt wieder? Ja, durchaus möglich. Aber all das schauen wir uns am Chart an. Schauen wir uns diesbezüglich einen Chart vom Mittwoch an. Und zwar nämlich noch bevor man ausgebrochen ist und dann am Donnerstag diese Korrektur wiederum hingelegt hat, die allerdings jetzt, dann auch am Freitag, ist es dann auch wieder nach oben gegangen, etwas. Die Frage ist, ob diese Korrektur nach unten nun ausreicht. Wir werden es sehen. Jetzt kommen wir zum großen Chartbild. Kommende Woche sollte also ein kurzes Intermezzo sein. Und danach geht es hoch, aber wenn wir hier oben sind, bei rund 27.000 Punkte, erwarte ich einen Absturz. Und zwar um satte 5.000 Punkte. So, jetzt schauen wir uns noch ein paar Aktien an. Wir beginnen natürlich mit ein paar US-Tech-Werte. Als erstes einmal mit der Apple-Aktie. Die, naja, da kann man jetzt nicht genau sagen, was da jetzt passiert. Also die Trendlinie hat noch gehalten, kann aber auch jederzeit zum Bruch kommen oder nach oben gehen. Also da enthalte ich mich jetzt einmal meiner Stimme. Ganz anders ist es bei der Microsoft-Aktie, wo ich eigentlich sehr bullish bin. Also da kann der Weg nach oben hin und die $200-Marke als Ziel, bevor dann in weiterer Folge die Korrektur kommt. Bei Amazon, ja, da ist das Bild komplett unklar, also da weiß ich noch nicht, was da jetzt wirklich passiert. Nach oben hin kann man ausbrechen, nach unten hin kann man ausbrechen. Also hier ist eindeutig abwarten angesagt. Nun kommen wir zur Alphabet, also Google. Ja, da bin ich eigentlich nach wie vor noch optimistisch, dass dieses Gap da oben endlich zugemacht wird. Voraussetzung ist natürlich, dass diese Trendlinie weiter anhält. Facebook, ja, da ist eigentlich nach dem Kurssturz, beziehungsweise hat es erst ein All-Time-Hoch gehabt, was dann auch sofort verkauft worden ist. Zeitgleich ist auch Facebook mit Twitter zusammen von seitens Trump, ich habe es eingangs gesagt, in Geiselhaft genommen, unter Anführungszeichen, dass die beiden Unternehmen sanktioniert werden könnten. Und da ist es komplett unklar, hält dieser Bereich, also die 224, oder brechen wir da jetzt runter. Netflix hingegen, da bin ich eigentlich optimistisch, dass es noch einmal hochgeht, bevor dann nachher die große Korrektur nach unten kommt. Bei der Tesla-Aktie, ja, da ist die Entscheidung noch immer nicht getroffen. Seit Wochen gehen wir da seitwärts. Solange man da das Hoch nicht rausnimmt und ein eindeutiges Long-Signal bzw. nach unten, ich habe es gerade jetzt verkehrt angesagt, man da die Tiefs nicht unterschreitet, ist die Sache unklar und da ist ganz einfach am besten abzuwarten, das Klügste. Jetzt da kommen wir zur Wirecard-Aktie. Die wurde ja von mir bei etwa 82 gekauft. Ich habe es dann leider ein bisschen verpasst, da nachzukaufen etwas.
Ja, wenn wir da die 95 rausnehmen und da drüber kommen, dann ist dann durchaus auf der Longseite bis nach oben, bis 39, 139 eine Bewegung drinnen. Wenn man allerdings da unter die 85 fällt, also da würde ich dann nachher eher die Reißleine ziehen, denn dann kann das Ganze wesentlich tiefer gehen. Daher Vorsicht und den Stop-Loss da wirklich einhalten. Jetzt kommen wir zur TUI-Aktie. Mittwoch habe ich schon davon gesprochen, ja, dort die Longseite, wobei das da bei einem alten Video, das ist das Blaue ist von einem alten Video, das Rote ist dann nachher das vom Mittwochsvideo, wo ich davon ausgegangen bin, dass das Ganze korrigieren wird. Ja, bei 4,17 € wäre dann nachher idealer Punkt, um tatsächlich einzusteigen. Ich selbst habe da leider ein bisschen zu früh gekauft, also die letzten 1,5 € nach oben habe ich da jetzt dann nicht mitgenommen, aber mein Einstieg bei 2,9 war optimal. Ja, ich würde anraten, eine sehr, sehr, sehr kleine Position, denn das Ganze ist hochspekulativ einzugehen. Also sehr auf das Risikomanagement zu achten bei dem Ganzen, bei dieser Spekulation. Jetzt, da kommen wir zum letzten Themenblock, die Rohstoffe und auch Bitcoin. Wir beginnen mit einem Rohstoff und zwar nämlich mit dem Silber. Letzte Prognose ist ja gewesen, dass es dann noch weiter nach oben gehen sollte. Ich habe da die, das Blaue ist nach wie vor noch drinnen, also bezogen von der letzten Prognose. Ja, wir sind auf dem Weg nach oben. Vielleicht eine kleine Zwischenkorrektur habe ich da angezeichnet. Jetzt können wir das ein bisschen weiter umschieben. Okay, gut, weil alles geht ein bisschen schneller als was ist das Handzeig. Also nach oben hin das Ganze bis zur roten Linie und dann nachher schauen wir, was dann nachher weiter passiert. Beim Gold, ja, da haben wir jetzt eine neue Long-Position drinnen. Das erklärte Ziel, hier gleich in Rot der Pfeil nach oben, wären dann nachher diese 1796 beim Gold. Das Öl, das lassen wir aus, aus dem einfachen Grund, wir gehen da in eine Seitwärtsphase über. Und das Chartprogramm leider baut dann auch immer noch diese 0 € ein und da ist der Chart. Ja, nicht so optimal anzuschauen. Also wenn man sich das anschaut, ist mir das ein bisschen mühsam jetzt da. Okay, nachher noch zum Bitcoin. Beim Bitcoin, ja, da ist der letzte Kauf exakt an dieser Linie gewesen. Jetzt haben wir da kleine Korrektur drinnen. Aber wenn wir hier dieses Hoch rausnehmen, ihr seht, ihr seht danach, dann ist der Weg nach oben hin frei und dann sollte das relativ rasch nach oben gehen. Fazit: Die kommende Woche wird durchaus spannend. In Europa haben einige Börsen geschlossen aufgrund des Feiertages am Montag. Die USA hat ganz normal offen. Ich nehme stark an, dass es in den ersten Teil der Woche seitwärts gehen wird und erst in weiterer Folge nach unten oder umgekehrt, zuerst nach unten und dann nachher etwas seitwärts. Aber all das sehen wir dann nachher am Mittwoch.